Steinbock-Singles, herzlich willkommen zu eurer Legung heute. Wir schauen einmal, wie eure nächste Beziehung werden wird, eure nächste romantische Beziehung. Und du bist genau richtig hier, wenn deine Sonne, dein Mond, dein Aszendent oder deine Venus im Sternzeichen Steinbock ist. Und kurzer Disclaimer, bevor wir beginnen, dies ist keine persönliche Legung, nimm daher wirklich nur das, was für dich wichtig und richtig erscheint und lass den Rest gehen. Okay, also kurz wie die Legung verlaufen wird, zuerst schauen wir mal, wer denn die nächste Person ist, mit der du eine Beziehung eingehen wirst und danach schauen wir mal, wie denn so die Energie der Beziehung wird. Ich kann natürlich nicht über 20 Jahre lang schauen, ja, wenn die Beziehung 20, 30 Jahre ist, kann ich natürlich nicht alles sehen, da eine Beziehung sich verändert. Aber ich kann so den allgemeinen Vibe, die Energie lesen und das werden wir heute tun. Mit wem wird Steinbock als nächstes in einer Beziehung sein? Vier der Kelche. Es kann sein, dass diese Person zunächst nicht, naja, wie soll ich das ausdrücken? Es kann sein, dass diese Person dich entweder zurückweist am Anfang oder einfach noch nicht bereit ist, mit dir eine Beziehung einzugehen, wenn du diese Person kennenlernst. Es kann sein, dass diese Person deine zukünftige Partnerin, dein zukünftiger Partner in dem Moment, wenn ihr euch kennenlernt, eventuell noch an eine andere Person denkt, in einer Beziehung ist oder gerade aus einer Beziehung herauskommt und so vielleicht alles andere im Kopf hat, nur keine neue Beziehung. Okay, also hier ist auf jeden Fall ein Angebot, das verweigert wird. Also ich vermute, diese Person wird dich erstmal ja, nicht als Partner in Betracht ziehen. Okay. Das wird sich ja aber ändern, da ihr irgendwann zusammen seid, ja, von daher keine Sorge. Aber es kann halt auch sein, dass du vielleicht am Anfang auch siehst, okay, ne, diese Person ist einfach nicht bereit für eine Beziehung. Vielleicht ergibt sich das, dass ihr körperlich zusammenfindet, vielleicht auch nicht. Vielleicht seid ihr Freunde am Anfang oder Kollegen habe ich gehört, Partner habe ich zwar auch gehört, also vielleicht berufliche Partner oder vielleicht Uni-Partner, vielleicht seid ihr, falls ihr so jung seid, dass ihr noch zur Schule geht oder zur Uni geht, dass ihr eventuell zusammen einen Vortrag haltet oder ähnliches, ja. Wer ist der nächste Partner von Steinbock? Judgment. Ja, es gibt auf jeden Fall eine zweite Chance. Also möglicherweise trefft ihr euch nur kurz, vielleicht über Online-Dating, ja. Da können sehr viele sein, die gerade aus einer Beziehung rauskommen und die jetzt unverbindlichen Spaß haben wollen. Und von daher könnte es sein, dass ihr dort eine Person trefft, wo ihr sagt, nee, sorry, also das ist nicht mein Ding. Aber möglicherweise behaltet ihr euch irgendwie im Kopf. Vielleicht kommt ein nettes Gespräch zustande. Und von daher, man ist nicht sympathisch, aber es passt einfach nicht. Und hier kommt die zweite Chance, Judgment. Also es kann sein, dass da eine zeitliche Trennung zwischen ist, zwischen der ersten Begegnung und dann der zweiten Chance, also dem letztendlichen sich annähern hier. Okay, also es ist möglich, dass ihr irgendjemanden kennenlernt, vielleicht auf einer Party oder so und dann 2 Jahre später, das ist nur so ein grober Zeitraum, es könnten auch 5 sein, es könnten auch 5 Monate sein, ja. Aber dass hier quasi nach 2 Jahren trefft ihr diese Person wieder und man ist auf einer ganz anderen Wellenlänge, okay? Vielleicht sagt ja auch dieser Person am Anfang so, hey, was du da tust, ist scheiße. Also es gibt genug, die lügen oder so, ne, am Anfang und ihr durchschaut das und ne, mit Judgment kann natürlich auch sein, dass hier jemand tatsächlich zurechtgewiesen wird, durchschaut wird und zurechtgewiesen.
Und es kann auch sein, dass eben du diese Person zurechtweist und sagst, hey, dein Verhalten ist richtig scheiße. Dann haben wir den König der Kelche. Ja, aber das wird sich auf jeden Fall ändern. Also spätestens bei der zweiten Begegnung dann, ja, also wie gesagt, wenn da zwischen Zeit liegt oder wenn ihr Freunde seid beispielsweise, dann kann es ja sein, dass sich das über die Zeit hin entwickelt. Aber es wird sich ändern, ja, eure Beziehung. Ja, der König der Kelche ist natürlich der Husband, der Ehemann des Deckes, ja, des Tarotdecks. Und König der Kelche ist auch sehr emotional reif, auch sehr emotional bereit und offen, eine Beziehung einzugehen. Und zwar im Grunde genau das Gegenteil von dem, was wir hier am Anfang haben. Ja, also von daher ist es sehr gut möglich, dass sich das entweder verändert oder eben bei der zweiten Begegnung sich dann schon verändert hat. Ja, also gesetzt den Fall, dass da eine zeitliche Trennung zwischen war. Okay, wer ist der zukünftige Partner von Steinbock? Dann haben wir die 7, die 7 der Kelche. Lustigerweise drehen sich dann hier, ne? Wie sagt man denn auf Deutsch? The tables have turned, sagt man im Englischen. Im Deutschen, hier haben sich die Begebenheiten umgedreht. Also jetzt ist dieser Mensch hier, König der Kelche, ist dann eine Option. Ja, also vielleicht seid ihr dann zu der Zeit stark gefragt. Ihr dürft euch dann entscheiden, ja, dieser König der Kelche oder euer zukünftiger Partner wird wahrscheinlich einer von mehreren sein, die Interesse an euch zeigen. Und nach reiflichem Überlegen könnt ihr aber dann sicher sein, also ich meine, der König der Kelche ist schon ein sehr guter Partner, sagen wir es mal so. Manche sagen, ja, der König der Kelche geht schnell fremd, sehe ich aber erst so, wenn der König der Kelche sich auf dem Kopf zeigt, okay? Denn der König ist die ausgereifteste Variante des Kelchdecks, zumindest in Persona-Form. Und von daher sehe ich dann auch eher die positiven Eigenschaften, ja. Aber natürlich, wenn der König der Kelche auf dem Kopf herum auftaucht, dann ist es gefährlich, war er aber nicht. Von daher werdet ihr dann schon feststellen, ne? Der König der Kelche, beziehungsweise euer zukünftiger Partner, eure zukünftige Partnerin, kann übrigens auch eine Frau sein, ja. Der König der Kelche ist eine Energie und war zwar mal vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren, war das schon sehr stark daran gebunden, dass es Mann oder Frau war, aber heute ist das nicht mehr so. Die Zeiten haben sich geändert und auch die Tarotkartenbedeutung. Und von daher, diese Person ist dann eine Option für euch, aber im Grunde die beste Option. Und wir haben natürlich auch den Hinweis auf eine Wasserperson, also jemand, der stark Wasser im Geburtshoroskop hat, also Fische ganz besonders in Emphase, denn wir haben hier die 7 der Kelche und das ist Neptun in den Fischen, okay? Und auch der König der Kelche kann ein Wasserzeichen sein, ja, Skorpion, Fische, Krebs, aber wie gesagt, wir haben ja noch eine Kelchkarte, aber dennoch deutet es vielleicht auf einen Fisch hin hier, also Fische, Person, Sonne, Mond, Aszendent, eventuell Venus, ja, die, oder vielleicht auch einfach nur sehr gefühlsmäßig, also die Energie der Gefühle sehr stark verkörpert. Das geht auch anders. Da muss man nicht unbedingt in den großen 3 Fische haben. Okay? Wer ist der zukünftige Partner? Okay. Wir haben 2 Karten, die sind beide aber so rausgeflogen. Okay. Ja, also hier ist nach reiflicher Überlegung, ne, ist ganz klar, diese Person, ihr möchtet mit dieser Person zusammen sein. Und es ist ganz witzig, weil zuerst wird diese Person euch wahrscheinlich zurückweisen und ihr werdet später sagen, Momentchen, jetzt muss ich darüber nachdenken. Jetzt musst du mir eigentlich Zeit geben.
Aber ihr werdet dann gemeinsam in ein neues Leben segeln und beziehungsweise eine Beziehung eingehen. Okay, dann schauen wir auch mal genau auf diese Beziehung, wie denn diese Beziehung so wird für Steinbock. Wie wird die nächste Beziehung von Steinbock? So. Wir haben den Motten-Spirit. Ergib dich now. Ergib dich jetzt. Ergib dich jetzt. Surrender now. Also lass es zu, ja. Lass die Defensive fallen. Und das scheint hier so ein kleines Problem zu sein am Anfang. Aber wenn, sobald ihr in einer Beziehung seid, habt ihr euch entschieden füreinander. Ne? Und dann lasst ihr auch hier die Defensive fallen, die Zäune, die Mauern, die bröseln, ja, und ihr ergebt euch einander. Ja, so kann man sagen. Und dann haben wir den Spinnenspirit. Mach deine Träume wahr. Und es stellt sich heraus in dieser Beziehung, dass dieser Partner euer Wunsch ist und ihr auch der Wunsch eures Partners oder eurer Partnerin. Okay, also wir haben hier großes Potenzial, dass das eine sehr erfüllende Beziehung ist. Und vielleicht auch, weil hier sehr viel sehr viel Überlegung hineingegangen ist, sehr viel Warten und sehr viel bewusste Entscheidung hier reingegangen ist. Ne? Auch so ein bisschen Urteil über den anderen Fällen. Und von daher wird es eine sehr schöne Beziehung sein. Also ihr seid einander, ihr werdet wahrscheinlich euch wundern, dass das so gut funktioniert. Besonders falls ihr Beziehungen hattet, die ein bisschen Reibung war, also ne, auf Reibung basiert haben im Grunde. Das wird sehr easy going, easy flowing sein und ihr werdet euch wundern, wie super ihr euch ergänzt, wie toll ihr wirklich miteinander Probleme auch lösen könnt. Und das liegt halt wirklich daran, dass ihr euch ergebt in diese Beziehung und ihr beide das auch tut und ihr von daher wirklich sehr gut. Ihr schaut halt aufeinander und dann arbeitet sich das quasi selbst aus, diese Beziehung. Okay, schauen wir mal weiter. Wie wird die nächste Beziehung von Steinbock? Ich will mal ganz kurz gucken. Wir haben Frieden hier, also sehr friedvoll. Aber die hat sie vielleicht, kommt sie gleich nochmal raus zur Bestätigung. Okay. Wir haben TikTok, hatte sich kurz umgedreht, die nehmen wir aber nicht, sondern die rausgefallen ist. Und das ist blessed, also gesegnet. TikTok, ja, vielleicht habt ihr das Gefühl, dass eure Zeit euch davonläuft, aber das Warten ist es wert, okay? Blessed, gesegnet, also diese Beziehung ist gesegnet. Das wird definitiv eine sehr schöne Beziehung sein. Wie gesagt, sehr easygoing, sehr, sehr leicht und einfach. Ihr werdet euch manchmal fragen, wie komme ich zu dieser Beziehung? Ja, ihr werdet euch sehr, sehr dankbar fühlen für diese Beziehung. Und ihr werdet euch gesegnet fühlen hier, okay? So, dann schauen wir nochmal zum Abschluss auf die Romance Angels. Finanzen und Karriere. Finanzielle Probleme sind ein Faktor in deinem Liebesleben. Vielleicht gilt es, das zu überwinden, bevor ihr eine Beziehung eingeht. Vielleicht wird das auch ein Streitpunkt zwischen euch sein, der ja, hin und wieder mal auftaucht, dass da vielleicht finanziell etwas nicht so hundertprozentig rund läuft, dass da vielleicht gibt der eine ein bisschen mehr aus oder hat, ne, macht gerne Online-Shopping oder ähnliches und dass da so ein paar Streitereien vorkommen können. Ansonsten kann es auch sein, dass das hier eventuell die Anfangs- und Startschwierigkeiten sind, die überwunden werden wollen.
damit ihr zusammenfindet, okay? Oh ja, und wir haben Chemie, also miteinander, Chemie miteinander haben. Da ist eine starke magnetische Anziehung hier. Also definitiv, ihr werdet diesen Partner, wir haben auch Let Your Friends Help You in unserem Bonusdeck, das kann darauf hindeuten, dass ihr erst befreundet seid, ja, eben weil euer zukünftiger Partner, eure zukünftige Partnerin noch nicht bereit ist und ihr dann euch einfach anfreundet miteinander. Ihr habt trotzdem, ihr werdet euren Partner sehr attraktiv finden und euer Partner euch auch und das wahrscheinlich auch schon von Anfang an. Aber wie gesagt, ja, darauf baut man ja keine Beziehung auf unbedingt, ja. Aber ich denke, das wird bei euch auch prominent sein, dass hier eben diese Anziehung stattfindet. Das heißt auch liebestechnisch im Schlafzimmer wird das gut funktionieren und gut harmonieren. Okay, also das ist eine sehr angenehme, entspannte Beziehung, ja, mit vielleicht den kleinen oder ein oder anderen kleinen Hiccups hier, aber das hat jede Beziehung, ja. Also das kann halt eben so ein kleiner Streitfaktor sein, der gelöst werden möchte, ja, weil nur weil wir mit jemandem zusammenkommen, ist es ja nicht das Ende. Also wenn jemand sagt, ich möchte irgendwo ankommen, dann frage ich mich immer, wo denn? Ja, weil dann fängt das doch erst an, die Reise, wenn man jemanden gefunden hat. Und eben, die Probleme wollen gelöst werden. Wir haben auch Partner dazu, um Probleme zu lösen, ja, weil wir daraus auch was lernen. Und darum haben wir auch Beziehungen, zumindest seelentechnisch. Unsere Seele kommt hierhin, um Probleme zu lösen. Okay. Und die Kerze ist aus, die Legung ist vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Falls ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar. Gerne einfach nur ein Emoji oder ja, irgendwas Kleines. Da freue ich mich immer sehr und das ja, es erhöht auch ein bisschen die Sichtbarkeit. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, auch das Glöckchen zu läuten, damit ihr nichts mehr verpasst. Und falls ihr diesen Kanal und mich darüber hinaus unterstützen möchtet, könnt ihr mir zum Beispiel ein Trinkgeld zukommen lassen. Das geht über den Super Thanks Button, das kleine Herz unter diesem Video. Ansonsten gibt es noch PayPal, Amazon und so weiter. Die Links und Infos findet ihr in der Infobox und im angepinnten Kommentar. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Danke, dass ihr da wart. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin.